begrüßt die feurige Ellie. Und das ist das Wassermädchen Ashley. Emmy ist eine Verkörperung des Erdelements. Und Carrie ist wie ein Hauch von frischer Luft. Die Lehrerin Mrs. Genius ist bereits im Klassenzimmer. Aber wo sind die Schüler? Jetzt wird sie sich um alles kümmern. Man muss nur ein Feuer entfachen und schon ist Ellie da. Etwas wässrige Frische und auch Ashley ist bereit für den Unterricht. Was ist das bloß für eine Süße? Tja, und hier ist Emmy. Die freundliche Erde. Nur Carrie fehlt noch. Toll, alle sind da. Sie können beginnen. Für jede richtige Aufgabe bekommst du Sterne. Derjenige, der die meisten Sterne bekommt, erhält einen Preis. Aber zuerst einen Test. Sieht so aus, als ob die feurige Elle nicht glücklich darüber ist. Was man von der wässrigen Ashley nicht sagen kann. Die Erd-Emmy hat jemanden gefunden, von dem sie abschreiben kann. Was für eine schlaue Liane. Das ist ja toll. War das wirklich möglich? Sie ist Feuer und Flamme. Ups, der Spickzettel ist ruiniert. Und Ellie muss trocknen. Luft, Carrie hat sich vom Spiel ablenken lassen. Oh nein! Nur nicht niesen! Wie furchtbar! Und wie sollen wir jetzt wissen, wessen Tests das sind? Es ist so, keiner bekommt einen Stern. Die Elementarmädchen müssen zeichnen lernen. Sind alle bereit? Danke. Oh, das Feuermädchen hat die Wachsmalstifte geschmolzen. Ups, was wird Miss Genius sagen? Wow, wie cool, das ist hohe Kunst. Du verdienst einen Stern. Oder? Das Luftmädchen gibt sich alle Mühe. Oh, sie hat eine Idee. Wow, wie bunt. Die Lehrerin liebt es. Das ist definitiv ein Stern. Das ist okay. Jetzt wird die Erde zeigen, wie es geht. Übrigens, grün ist ihre Lieblingsfarbe. Toll, sie bekommt auch die höchste Punktzahl. Was ist mit Wasser? Mann, alles ist nass. Ashley wird keinen Stern bekommen. Emmy beschließt, ihre weinerliche Freundin zu trösten. Das ist so süß. Endlich ist es Zeit für das Mittagessen. Das Elementmädchen ist hungrig geworden. Wie brät man ein leckeres Steak während des Unterrichts? Ellie kennt alle Kochgeheimnisse. Aber sie schafft es nicht ohne die Hilfe ihres Butlers. Guten Appetit. Danke, Elle kann ab hier übernehmen. Wasser, Ashley hat beschlossen, sich einen Tee zu holen. Sie hat immer Wasser dabei. Ein kaltes Getränk schmeckt ihr nicht. Vielleicht hilft ihr das Feuer? Aber natürlich, ja. Die Erde beschloss, etwas zu essen anzubauen. Sie baute es selbst an und aß es selbst. Hey, was wird Carrie bekommen? Armes Ding, es gibt keine Snacks in ihrer Lunchbox. Und was ist, wenn sie sich etwas von der Lehrerin leiht? Es hat geklappt. Zum Glück hat Mrs. Genie noch mehr Snacks. Ups, die Flugschülerin hätte besser aufpassen sollen. Ups. Aber sie hat bekommen, was sie wollte. Wie unverschämt. Die Mädchen sind dabei, etwas Chemie zu machen. Und jede von ihnen hat eine coole Schürze. Fülle den Inhalt eines roten Röhrchens in ein gelbes Röhrchen. Dann in ein grünes.
Das Erdelement hat angefangen, mit Oliven zu experimentieren. Wir fragen uns, was passieren wird. Oh oh! Die Aufgabe kroch, um selbst einen Stern zu bekommen. Toll gemacht! Luftcarry kocht etwas Originelles. Wow! Coca-Cola aus der Tube. Lecker! Klasse! Jetzt hat die Luft einen Stern mehr. Yes. Wow, die feurige Ellie hat Phoenix Tränen in Brand gesetzt. Hey, was ist das für ein starker Regen? Ash hat einen gefährlichen Vulkan ausgelöst. Für so einen Fail muss sie einen Stern abziehen. Aber Ash hat noch mehr. Es wurde Zeit zu trainieren. Macht mal lauter, Mädels. Nun gähnt doch nicht. Wo fliegt sie denn hin? Gelee im Unterricht. Wie originell. Was ist das? Das kaputte Fitnessarmband zeigte, dass die Aufgabe erfolgreich abgeschlossen wurde. Dann ist alles super und Carrie hat einen Stern bekommen. Was machen die anderen? Es ist ein Wahnsinn mit Gelee. Musikunterricht. Autsch! Jeder Schüler spielt, was er kann. Ein cooles Schulorchester. Moment, wo ist denn die Luft? Sie ist schon hergeflogen. Entschuldigt die Verspätung. Warum setzen alle Kopfhörer auf? Jetzt ist es klar. Eine Luftmelodie ohne Luftkapseln zu hören ist unmöglich. Sogar Miss Genius hat angefangen zu fliegen. Tut mir leid, ich habe es nicht mit Absicht gemacht. Jetzt werde ich alles in Ordnung bringen. Für heute ist es genug. Alle haben frei. Die lang erwartete Stille. Die Mädchen machen eine Pause. Wow, seht euch meinen Schwarm an. Wow. Er ist der coolste Typ auf dem College. Hallo, ich wollte dir schon lange sagen, dass ich Fußball liebe. Die Erde hat beschlossen, sich in dieses nette Gespräch einzumischen. Abzüglich der Konkurrentin. Jetzt will Emmy ihren Charme spielen lassen. Oh, was ist das? Ein Strauß für einen hübschen Mann, einen Hurricane für die Erde. Sie wurde buchstäblich weggeblasen. Alles nur wegen der Luft. Vorsicht, nasser Boden. Vorsichtig. Ashley hat bekommen, was sie wollte. Aber Elle wird das nicht so stehen lassen. Autsch, wie heiß. Mädels, hört auf zu streiten. Crush ist schon weg. Wow, der Kampf der Elemente hat begonnen. Ups, alle Sterne sind abgebrannt. Das ist ein totaler Reinfall. Oh, was ist das für ein Geräusch? Sieht aus, als hätten die Mädchen alle ihre Sterne verloren. Wie viele Sterne hat jedes Element? Kommentiere unten. Tada! Halte es. Cool, alle haben wieder Sterne. Jetzt ist Party angesagt. Das Wasser schenkt Getränke aus. Für das Feuer ist Elle zuständig. Alles ist bereit für eine fantastische Party.